Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich melde mich mal wieder unter der Woche, also ein Recap des heutigen Tages, weil es tatsächlich mal wieder einige ganz interessante Events gab, dazu ich selbst einige Positionen habe, deshalb auch tatsächlich interessant. Ich fange mal mit den Indizes kurz an. Man sieht hier den S&P Intraday. An sich hat man sich echt gut gehalten und hier sieht man dann, das war heute das Main Event ab 20 Uhr, das Sitzungsprotokoll der Notenbank von vor 3 Wochen. Das heißt, da wurde quasi veröffentlicht, was genau diskutiert wurde oder worüber man sich beraten hat bzw. Stellung bezogen hat am letzten Fed-Meeting, sprich vor circa 3 Wochen. In Summe nicht wirklich was groß Neues, also eigentlich überhaupt nichts Neues, zumal man ja im Kopf haben muss, dass quasi in der Distanz, also seit den 3 Wochen, haben wir ja quasi täglich 3 bis 5 Fed-Speaker bekommen. Das heißt, viele Dinge wurden da bereits, einmal kam halt über die Interviews raus, auf der anderen Seite hat man Leute schon andere Meinungen beziehen hören, als sie es noch in den, also dem Sitzungsprotokoll nach vor 3 Wochen hatten. Dementsprechend, ja. Non-Event würde ich nicht sagen, weil die Bewegung hier sagt was anderes, aber neue Erkenntnisse gab es dadurch nicht. Vielleicht kann man es so bezeichnen, ganz gut. Dann natürlich das Main Event heute After Hours waren die Nvidia-Zahlen. Ich gehe nur kurz drauf ein. Man sieht, Aktie kam gut zurück nachbörslich. Hier ist es markiert, knapp 8%, woran lag es? Ganz einfach, Zahlen an sich waren nicht schlecht. Guidance für das kommende Quartal allerdings auch jetzt nicht schlecht, aber halt einfach unter den Erwartungen. Woran lag es? Oder woran liegt es laut Nvidia? An den Lockdowns in China und Russland. Da wurden in etwa 500 Millionen von der Guidance abgezogen und ja. Man sieht, die Aktie hat sich jetzt hier so stabilisiert. Kann gut sein, dass im Call nachher, also es ist nichts völlig Überraschendes, dass im Call, und dazu hat die Aktie enorm verloren, muss man fairerweise sagen. Also wenn ich mal kurz den Daily anschaue, das ist logarithmisch. Also absolut von den Hochs 55% eingebußt. Also das haben wir in etwa 50% verloren. Also ja. Da darf man definitiv davon sprechen, dass das eine oder andere eingepreist wurde. An sich waren die Zahlen sonst natürlich wie immer relativ gut. Snowflake hat ebenfalls gemeldet. Da lief es nicht ganz so gut. Da wurde mit einem Gewinn von, also auf EPS-Basis, von einem Cent gerechnet, wenn ich es richtig im Kopf habe. Man sieht minus 14% nachbörslich. War am Ende in Loss von 53 Cent, also deutlich schlechter. Das Unternehmen schafft es weiterhin auf voller Ebene zu enttäuschen, egal um was es geht. Ist auch so ein gefallener Engel. Wenn man hier jetzt mal schaut vom Hoch, das dürfte dann wirklich bald hier in den 90er Club, also 90% vom Hoch verloren. Ja, so wird es ja nicht sein, aber ja, jetzt nachbürstig sind wir bei 71%, kommt hin. Ja, steht für 2020, 2021 Phase des billigen Geldes. Und jetzt halt, wie gesagt, das langsame und schmerzhafte Ausbluten. Ja, so viel dazu. Dann vielleicht mal zu Marktbreite an sich heute. Was hat gut performt? Im Endeffekt vieles bis alles. Gerade heute haben wir gesehen, dass die Risk-On-Bereiche, heißt Tech, aber auch Renewables zum Beispiel, Hightech relativ gut performt haben über den Tag hinweg. Das sieht man noch ein bisschen besser, wenn man sich die Sektoren an sich anschaut. ARKK heute ganz oben, also eben Hightech. Aber auch die Dauerbrenner, also Öl und Gas, weit vorne mit bei Homebuilder, da war heute irgendwas mit, habe ich jetzt nicht im Kopf, aber da gab es irgendeine positive Meldung von einem größeren Häuserbauer in den USA. Und eher schwach waren dagegen die defensiven Sektoren, also sowas wie Utilities, Staples und das ganze Zeug, Healthcare. Die waren dafür die Tage davor relativ stark, von dem her ist es durchaus zu verschmerzen. Weiterhin befeuert wird die Rallye von den weiterhin hier sinkenden Anleihen. Das ist wie gesagt relativ wichtig. Habe ich jetzt in jedem Video gefühlt drüber gesprochen, deshalb nur kurz. Also die sind weiterhin schwach, das sieht gut aus. Und auch der Dollar ist weiterhin eher schwach. Beides definitiv positive Faktoren. Was noch nicht wirklich so schwach ist, wie man sich es vielleicht wünschen würde oder wie ich es mir wünschen würde, ist der VIX, der hält sich nahe der Volatilitätsindex, hält sich weiterhin echt wacker an der 30er-Marke. Das heißt, also bevor wir nicht unter 25 schließen, Hans hab's ich persönlich gerade in diesem Jahr so, dass ich mich auf wirklich einige wenige oder halt überhaupt keine Overnight-Positionen beschränke, weil eben das Gap-Risiko einfach zu hoch ist. Damit bin ich bis jetzt echt gut gefahren, hab ich nicht vor, was daran zu ändern. Ja, das ist vielleicht so ein bisschen zu den Internals des heutigen Tages. Ich habe es gerade schon angesprochen, Risk-On-Sektoren. Ich finde hier vor allem den TAN, also den Solarbereich oder Renewable Energy-Bereich, für die kommenden Tage ganz interessant. Je nachdem hängt natürlich auch an der Entwicklung der Nasdaq und wie die Nvidia-Zahlen jetzt verdaut werden. Das wird sich dann zeigen.
Aber falls wir Follow-through sehen sollten, werde ich den Sektor hier auf dem Schirm haben. Also das sind natürlich ganz klassische Werte, sowas wie eine Enphase Energy, eine Solar Edge, die kennt jeder. Der Chart sieht im Endeffekt relativ ähnlich aus wie der ETF. Wenn man es jetzt schafft, hier die 200, also die ganzen mittelfristigen Moving Averages wieder zu erobern, könnte ich mir vorstellen, dass man zumindest mal die alten Hochs, weil die Verlaufshochs hier in dem Bereich anläuft. Solar Edge sieht ähnlich aus. Dazu hatte man halt bei den Aktien im Vergleich zu vielen aus dem ARK-Bereich tatsächlich echt gute Zahlen und auch vor allem einen guten Ausblick, also überwiegend zumindest. Solar Edge sieht ähnlich aus. Als Nebenwert habe ich hier heute Clearway Energy, was ist heute? Nee, habe ich Clearway Energy für die nächsten Tage auf dem Radar. Man sieht, da gab es heute News. Wen es genau interessiert, steht hier. Ich kann es jetzt auch nicht im Detail genau erklären. Gab irgendein, es ist relativ komplex. Ich sag mal so, sie haben Geld erhalten, so in etwa. Wie gesagt, hier steht, was es genau damit auf sich hatte. Das Gap an sich relativ positiv, dass quasi komplett gehalten werden konnte, natürlich auch aufgrund der starken Marktbreite. Mal sehen, wie viel Follow-through, wie gesagt, Nebenwert aus dem Bereich werde ich für die kommenden Tage auf der Watchlist haben. Ja, was war noch ganz interessant für den Risk-On-Sektoren? Den Cyber-Bereich fand ich persönlich echt interessant, also Cyber-Security. Welche Werte speziell? Also natürlich die Leader in dem Bereich. Man sieht auch hier im Endeffekt macht halt einen Abverkauf, die Stabilisierung und jetzt arbeitet man sich hier in die obere Range-Kante hervor. Erste Ziel wäre der 20-Day-Moving-Average bei mir und dann eventuell, das ist Zukunftsmusik und ich gehe nicht davon aus, dass wir die in naher Zukunft erreichen, die mittelfristigen Moving-Averages erwähnt haben, wollte ich es trotzdem. Die Leader sind für mich hier ganz klar, also einfach vom Chart, vom Volumen, von allem her, von der Performance, Palo Alto und Fortinet. Palo Alto hat auch Zahlen gemeldet letzte Woche noch, die waren wieder gut. Also gab es nichts auszusetzen, sieht man auch hier. Man sieht, gab dann auch ein schönes Upgap. Heute erstmals wieder über dem 20-Tage, also 20-Day-Moving-Average, ganz positiv. Bin aber hier in beide Werte nicht investiert, weil ich die Nvidia-Zahlen abwarten wollte, weil einfach das Gap-Risk relativ hoch ist, wenn die Zahlen, also je nachdem, wie die Aktie performt, stand jetzt, hat mir die Entscheidung oder war die Entscheidung nicht ganz blöd. Fortinet. Ja, im Prinzip ein ähnliches Chartbild. Wie gesagt, das sind die zwei Leader. Die handle ich relativ gern, habe ich relativ gute Erfahrungen mitgemacht. Dann vielleicht auch aus dem Sektor, aber eher weniger bekannt, nicht Albemarle. Qualys. Das Chartbild sieht nicht ganz so positiv aus, aber im Vergleich zu zum Beispiel einer, keine Ahnung, Zscaler oder sowas hat sich die Aktie auch echt ganz gut gehalten. Auch hier hat man den 200 oder den 20-Day-Moving-Average wieder erobert. Relativ gleiches gilt für Tenable. Aber das sieht zugegeben nicht ganz so positiv aus. Also die als Nebenwerte habe ich auf dem Radar für die kommt, also für die restliche Woche und vielleicht auch, wie gesagt, ne, gegen Ende, also quasi Anfang Juni, wenn sich diese Rallye tatsächlich, also diese Rallye in Anführungszeichen, wir haben noch nicht wirklich eine Rallye gesehen auf breiter Basis, aber sollte sich das Follow-through jetzt einfach fortsetzen. Weil wir halt auch keine Earnings und sonst mehr haben. Wir haben wenig Fundamentales, was uns im Weg steht, so muss man sagen. Zumindest in den nächsten Wochen. Also wenn sich das fortsetzt, ist der Sektor für mich ganz interessant auf der Risk-On-Seite, als deutlich interessanter als der ARK-Bereich. Warum? Naja, weil die Charts hier dann doch deutlich besser aussehen als in dem anderen Bereich, weil das sieht halt alles trotzdem noch übelst verprügelt aus. Dann habe ich noch einen Wert, habe ich es da noch gar nicht hinzugefügt, den habe ich auch gerade erst kennengelernt. Grüße gehen raus. Leidos. Sieht eigentlich vom Chart her, auch wieder Cyber-Security-Bereich, mit am interessantesten aus, weil man hier halt auch. Der hat sich sehr gut gehalten im Vergleich. Man sieht über den meisten mittelfristigen oder langfristigen Moving Averages. Und auch jetzt baut man so eine Base. Und wenn man hier morgen über neue, also wenn man hier morgen neue Hochs attackiert oder Opening Range Breakout, irgendwas in die Richtung, werde ich die vielleicht sogar probieren. Hängt natürlich dann wieder an der Nasdaq-Entwicklung. Aber jetzt sind vielleicht kein, also im Vergleich zu zum Beispiel einer Okta oder sowas, sieht das natürlich um Welten besser aus. Oder auch eine Snowflake, das ist genau das gleiche Desaster. Auch eine Datadog, wobei die auch immer gut, also die Zahlen waren bei Datadog im Vergleich zu den gerade genannten Werten dafür eigentlich echt immer gut, aber Aktie konnte halt nichts draus machen. Ja. So viel zu den spezifischeren Dingen. Dann habe ich hier noch Watchlist an sich. Achso, ich habe es wieder vergessen, der Risikodisclaimer. Ich habe ihn hier auch nochmal als Bild. Das ist natürlich hier alles nur meine Meinung und sollte weder als Anla als Kauf noch als Verkauf Entscheidung gesehen werden. Versteht sich. Ich habe hier so eine Liste mit einzelnen Aktien und Setups, die ich aktuell ganz interessant finde. Kann man ein paar durchgehen. In TradingView natürlich.
wie gesagt, für die kommenden Tage. Teilweise bin ich auch schon investiert. Ich habe hier wieder den Position Tracker. Man sieht, aktuell bin ich long Nucor, also Stahl. Staffan Energy ist eher so ein Mix aus Gas und Utilities, eher Utilities, aber LPLA ist ein Financial Broker slash Berater. Und GTE, die ist heute neu dazugekommen, ist im Prinzip ein Player auf auch Öl und, kann ich kurz aufmachen, Öl und Gas. Man sieht, konnte sich heute so aus dieser Flagge in Anführungszeichen befreien. Mal sehen, ob man es hier schafft, die alten hoch zu attackieren. Bin ich auf jeden Fall seit heute long. Ansonsten finde ich für die kommenden Tage CF ganz interessant, also Fertilizer. Man hat sich hier relativ gut gehalten in dieser Range, also ich sag mal, der Move aus dem März und Februar konnte so ein Stück weit verdaut werden, meiner Meinung nach. Man hat es aber trotzdem geschafft, im Vergleich zum Beispiel einer Newcord, wo Ähnliches passiert ist, lange nicht so stark vom Hoch abzugeben. Deshalb finde ich die für die kommenden Tage relativ interessant. Daneben habe ich am Wochenende schon angesprochen, ich erwähne es trotzdem nochmal ganz kurz. Die Healthcare-Werte, gerade Big Pharma, hat sich die letzten Tage echt ganz gut gehalten. Also Vertex, Regeneron, Bristol Myers ist mit am attraktivsten aus, weil man hier auch so ein bisschen diese Insel hat, diese Insel, die jetzt gebaut wurde, wo es aussieht, dass man die nach oben verlassen könnte. Dementsprechend für die kommenden Tage auf der Watchlist. Und dann habe ich so Klassiker, Eli Lilly und so. Was aktuell weiterhin der so noch besser als Öl läuft, ist Gas. Natgas hat halt bei Future heute neue Hochs gemacht, dementsprechend sowas wie ein EQT natürlich auch. Ich habe es leider Gottes wieder versäumt, mich hier zu positionieren. Es ist der einfachste Trade der letzten Wochen, aber irgendwie auch der schwerste letzten Monate. Zumindest für mich. Auch eine RRC läuft hier natürlich top. Die war sogar echt gut zu handeln, oder die hätte man echt kriegen können, weil wenn man sich mal anschaut, das ist auch vielleicht ein Learning. Deshalb lohnt es sich immer, relativ viele Werte aus dem Sektor auf der Watchlist zu haben, weil man es dann schaffen kann, Lagger, also quasi die Aktien, die verzögert reagieren, noch zu identifizieren und muss dann nicht quasi eine EQT, die zum Beispiel schon sieht man seit 3 Tagen extrem gut läuft, hinterherlaufen, weil eine RRC im Vergleich oder eine AR genau das gleiche, die hat den Move im Prinzip erst heute oder komplett heute gemacht, ist 10% vorne. Hätte man problemlos, da kam kein Gap, also Gap war minimal oder hätte man sich auch gestern noch positionieren können. Gut mitnehmen können. Leider nicht gemacht. Aber wie gesagt, das ist so ein bisschen der Grund, warum ich der Meinung bin, dass es sinnvoll ist, nicht nur fünf Werte aus dem Sektor auf der Watchlist zu haben. Ja, ansonsten Nucor habe ich gerade schon gesagt. Der Stahlbereich aus dem, ich sag mal, XMI, Minings und Metal Bereich ist für mich der mit attraktivste aktuell. Also Aluminium und Kupfer können da noch nicht ganz mithalten. Ist aber trotzdem interessant, die auf der Watchlist zu haben. Hier war so ein bisschen, dass man ja auch mit den Earnings diese extreme Korrektur hatte. Man hat sich jetzt mit dem 200-Tage-Durchschnitt gefangen und Ziel wären jetzt mal so der 20-Day, also ich sag mal so Bereich 130, 135, würde ich die Pose wahrscheinlich wieder schließen. Das ist auch so für die nächsten Tage mein Vorgehen. Also ich habe, wenn man sich das hier mal anschaut, ist ja das Schöne, wenn man in Anführungszeichen den Track Record, das heißt in Anführungszeichen, es ist nichts anderes, im Prinzip ein Sheet, wo alle Trades overnight, also Long-Positionen, nicht Long-Positionen, also Swing-Trades an sich gemessen werden oder dokumentiert werden, dann sieht man ja auch relativ transparent, wo die Fehler lagen. Und bei mir habe ich einfach dieses Jahr gemerkt, oder im Vergleich zu 2021, wo es funktioniert hat, Positionen laufen zu lassen, quasi probieren, ein bisschen also sozusagen Home-Runs zu generieren, Stops nachzuziehen. Das hat einfach überhaupt nicht funktioniert. Ich habe zweimal echt viele Buchgewinne abgegeben und bin quasi zurück auf Los gegangen, in Anführungszeichen. Und das probiere ich jetzt so ein Stück weit zu vermeiden, indem ich einfach mit fixen TPs arbeite. Heißt, dass ich Trades zwischen dem anderthalb- und zweieinhalbfachen meines verdienten Risikos einfach zumache, fix. Ohne Wenn und Aber, die könnt ihr noch ein bisschen laufen, ohne Teilgewinne einfach zumachen. Dann quasi Base Hits und keine Home Runs mehr. Das ist so ein bisschen der Plan für mich oder mein Fahrplan für die nächsten Tage. Ja. Ansonsten, was wollte ich noch ansprechen? Ja, so war es eigentlich, mehr oder weniger. War ja einiges. Also, wie gesagt, die Watchlist habe ich ja gezeigt. Hier dann auf der rechten Seite den Trading View nochmal die Werte einzeln. HDSN ist auch weiter interessant. Ist ein Small Cap, das Kühlschränke vertreibt. Mit gigantischen Zahlen sieht man das Gap. Konnte schön gehalten werden. Ist natürlich relativ extended, aber wenn der Markt mitmacht, dann sind da schnell 12, $13 drin. Also auch interessant für die kommenden Tage noch. Aus dem Halbleiterbereich sollte der sich stabilisieren.
finde ich Alpha Omega interessant. Nicht wirklich wegen dem Chartbild an sich, aber das ist einfach eine extreme Momentum-Aktie. Das heißt, wenn man da 2, 3 Tage gut erwischt, dann kann man da schnell was mitnehmen. Natürlich mit Stop-Arbeiten, weil die Gleichung funktioniert in beide Richtungen. Das habe ich da mit drauf. Hängt natürlich jetzt davon ab, wie Nvidia die Tage reagiert. Ja, ansonsten. Ah ja, genau. Das finde ich noch. Musa finde ich ein sehr schönes Murphy USA Setup vom Chart her. Auch Continuation-Trendfolge. Was machen die? Betreiben Tanken im Endeffekt in den ganzen USA. Ist natürlich aktuell im Business, es boomt. Weil halt dazu die Stores auch relativ gut laufen. Also diese Retail-Stores. Gab hier auch diese Konsolidierung Richtung 20-Day Moving Average, jetzt heute quasi den Reclaim sozusagen und dann höhere Hochs. Finde ich für die nächsten Tage auch ganz interessant. Und dann, weil ich es gerade angesprochen habe, Retail, was ist hier? Go, NFG, was war ich hier? Ah, das ist Gas. Go ist auch ein Retailer, ähnliches Setup. Auch relativ schöne Aufwärtstrendstruktur. Ist mir zugegeben ein bisschen weggelaufen, aber vielleicht für die kommenden Tage im Fall eines Rücksetzers noch ganz interessant. Ah ja, da habe ich gerade noch bei Twitter gesehen, wenn man ja gerade schon, also ich sag mal, wenn man Energy und das ganze Zeug anspricht, Uran, einer der Leader des, ich sag mal, des ersten Quartals, ersten, teilweise zweiten Quartals, auch Cameco hier der Leader, brutal abgegeben vom Hoch. Etabliert sich jetzt auch so langsam wieder also überhalb des 200ers und jetzt auch wieder über des 20er, überhalb des 20er. 20-Day Moving Average dementsprechend für mich ganz interessant. Das sind im Endeffekt auch, das sind für mich, oder so definiere ich, Bounce-Setups. Also quasi, das hat ja nichts mit Bottom-Guessing oder sowas zu tun, aber im Endeffekt, oder Bounce klingt immer so ein bisschen amateurhaft meiner Meinung nach. Mean Reversion passt wahrscheinlich besser. Zugegeben, hier ist man schon ein bisschen spät dran, aber vom Prinzip her einfach, dass man diese extrem erratischen Bewegungen in die eine oder andere Richtung quasi dann Richtung Mean zurückfadet. Mean kann man als die mittelfristigen Moving Averages definieren. Zugegeben ist nicht das perfekte Beispiel, weil die Aktie schon relativ gut gelaufen ist. Trotzdem Sektor für die kommenden Tage ganz interessant, meiner Meinung nach. Ja, viel geredet, denke aber auch einiges an Inhalt mit untergebracht. Auf der einen oder anderen konnte was mitnehmen. Ich probiere diese Midday, nicht Midday, Midweek Recaps wieder ein bisschen öfters zu machen, wenn es das Interessantes gibt. Das Ding ist nur, die Klicks daraus sind nicht sonderlich groß. Also ich mache das jetzt nicht für die Klicks, um Gottes Willen, da kann ich direkt aufhören. Aber ich habe so das Gefühl da, dass die meisten wahrscheinlich eher aus Discord sind. Im Endeffekt wiederhole ich hier einfach viel, was ich den Tag überschreibe, dementsprechend eher uninteressant. Verstehe ich auch. Und ja, deshalb habe ich die letzten Wochen mich so ein bisschen auf diese Weekend-Videos beschränkt, weil ich da halt viele Sachen ansprechen konnte, die ich nicht schreiben konnte, die ich geschrieben habe. Ja, so viel dazu. Trotzdem vielen Dank fürs Zuschauen. Also wirklich jeder, der sich das anschaut, vielen Dank. Wie gesagt, bei Anregungen oder sowas, also wenn jemand Tipps hat oder wenn jemand irgendwas interessiert, worüber ich sprechen soll oder wozu ihn meine Meinung interessiert, schreibt es gerne in die Kommentare. Habe ich kein Problem darauf einzugehen und ja, schönen Abend noch.